Liebe Leute, hallo aus Regensburg. Heute wollen wir uns mit einem wunderschönen Pferdchen aus Italien, Ferrari Portofino V8 Biturbo, 600 PS Serie, gehört einem langjährigen Kunden von uns. Der Danny macht schon mal die Wandlinganlage an. Der hat hier einige optische Veränderungen vorgenommen, die dem Wagen, finden wir, sehr, sehr gut tun. Es wurden zum Beispiel alle Kunststoffteile schwarz glanzlackiert. Genauso die Logos rundum. Der Wagen hat ein Seriengewindefahrwerk mit Magnetic Ride. Dazu Novitec-Federn. Richtig satt tief das Ding. Hinten und vorn wirklich also brachial und es geht nichts an. Dazu Progea Magnesium-Felgen. Ja, man kann sagen, nicht unbedingt eine Sonderanfertigung, aber für Ferrari ist eigentlich in der Größe alles irgendwie eine Sonderanfertigung. Hinten Novitec Heckspoiler, der war Carbon, wurde auch schwarz glanzlackiert. Das Dach ist schwarz foliert. Innen drin eine wahre Augenweide. Das nice Lenkrad mit dem Schaltblitz. So, ich dachte, du meinst mich. Ja, nein. So, der Danny liest jetzt schon mal den Fehlerspeicher aus. Wir spannendes Teil jetzt mal auf dem Prüfstand und werden da mal sehen, was er erstmal so Serienleistung rauswirft. So, der Danny hat jetzt auch mal das Aggregat des Pferdchens. Motortechnisch 3,9 Liter V8 Biturbo. Ja! Es ist aktuell schon eine IPI Downpipe verbaut, die wir natürlich dann auch mit der Software entsprechend abstimmen. Die Abgasklappe wird entsprechend programmiert, dass hier Sportdauer offen ist. Ja, und dann schauen wir mal. Also, wir müssen auf jeden Fall jenseits der 700 landen, oder? Ja, leistungstechnisch. Im Moment wahrscheinlich auch jenseits der 900. Ohne Worte oder mit wenig Worten. Abartig riesige Keramikbremsanlage. Die sieht sogar unter den 21 Zoll noch richtig riesig aus. Am Heck, wie gesagt, auch die Logos schwarz ganz lackiert. Und schaut euch diesen Arsch an. Ist das nicht absolut brutal? Und das ist die Serienabgasanlage. Die macht schon mal richtig, richtig was her. Auch hier alles schwarz ganz lackiert. Mega nicer Diffuser. Und wir sind schon alle richtig gespannt, wie sich die Bella Macchina jetzt dann anhört. Auf der Hinterachse fährt unser Kunde sogar 22 Zoll. Und selbst auf den Riesenfelgen wirkt die Keramikbremse immer noch verhältnismäßig groß. Was ein weiteres sehr cooles Feature am Wagen ist. Der Wagen hat im Kofferraum eine Plate, ja, mit der Seriennummer und quasi der gesamten Aufpreisliste. Noch dazu ist der Wagen lackiert in Rossa Scuderia. Also es gibt zwei Rottöne vom Ferrari oder zwei übliche Rotfarben. Das eine ist Rosso Corsa, das ist eher das dunklere Rot. Und Rosso Scuderia, also die Farbe, das geht so leicht ins Orange, die wirklich auf den Formel 1 Autos lackiert ist. Der Wagen hier, Rosso Scuderia, sehr schön. Ansonsten, was haben wir hier? Ja, die gelben Bremssättel, das Cavallino gestitcht in den Sitzen. So, fein. Was haben wir hier noch? Das Carbon Fiber Steering Wheel mit den LEDs. Die Schaltanzeige ist sehr geil. Und die Scuderia Ferrari Shields. Da ist es. Magna-Ride-Fahrwerk, Parkkamera und vor allen Dingen das aus dem Ferrari 812 super fast bekannte Passenger-Display. So, wir sorgen jetzt im Kofferraum mal für ein bisschen Zuladung, denn die werden wir am Ende brauchen.
Prüfstand mit Heckantrieb und über 700 PS. Auf die Straße. Schauen wir mal, was er kann. Danny ist schon bereit. Und los. Das ist im Ferrari Portofino. Hier das wunderschöne Beifahrerdisplay. Hier der wunderschöne Danny. Ja, finde ich sowieso super, dass die kommen schon schaut mit dem Auto. Total unauffällig, heute sind wir mega inkognito unterwegs. Und der baufüßige Beifahrer ist heute fürs Loggen zuständig. Und jetzt fahren wir mit dem Baby mal hier, natürlich ganz entspannt, auf die Autobahn. Und dann schauen wir mal. Ja, ich muss bremsen, da kommt der Ortschaft. Alles klar. So, wir sind jetzt auf der Autobahn im Pferdchen unterwegs. Das ist der Autodrucker. Für Autobahn. Für Autobahn. Ja, und Gang. Wir locken jetzt mal den Portofino. Und los. Wir messen jetzt noch brav 100 auf 200. Der liebe Danny fährt uns. Und ja, da würde ich sagen, Kickdown und los.